Bosch ist ein internationales Unternehmen mit über 400.000 Mitarbeitern, tätig in unterschiedlichen Unternehmenssparten, Mobility Solutions, Industrietechnik, Gebäudetechnik und Power Tools und ist an über 235 Produktionsstandorten aktiv. Mein Name ist Alexander Ballandin. Ich bin bei Bosch für das Thema Mobilrobotik verantwortlich und wir unterstützen die Geschäftsbereiche und Werke bei den Implementierungen von fahrerlosen Transportsystemen. Einerseits wollen wir unsere Logistik nach vorne entwickeln und die Themen Automatisierung und Digitalisierung spielen eine wichtige Rolle dabei. Andererseits wollen wir auch natürlich unsere Mitarbeiter von körperlich anstrengenden Themen entlasten und den Mitarbeitern auch die Möglichkeit geben, höherwertigere Aufgaben in Zukunft übernehmen zu können. Nicht nur das Thema Effizienzsteigerung und Profitabilität spielen eine wichtige Rolle, sondern auch das Thema Mitarbeitermangel. Staplerfahrer zum Beispiel sind sehr schwierig zu finden in der heutigen Logistikwelt. Und da spricht vieles dafür, auf fahrerlose Transportsysteme zu setzen. Mein Name ist Martin Luig, ich bin hier bei Bosch in Bühl verantwortlich für die Einführung von automatisierten Transportsystemen und in dem Umfeld auch verantwortlich für die Einführung vom Agilux. Unser Hauptanwendungsfall für unsere Agilux-Flotte ist die Versorgung von 25 Produktionslinien mit Kundenpackstoff und den Abtransport von den fertigen Erzeugnissen zu einem Übergabebereich in die Fertigung. Die größte Herausforderung bei unserem Standort sind die schmalen Verkehrswege bei gleichzeitig hohem Verkehrsaufkommen. Mit dem Agilux haben wir es dennoch hinbekommen, den Materialfluss zeitgerecht abbilden zu können. Durch die einfache und innovative Software, die uns der Agilux bietet, konnten wir auch neue Anwendungsfälle ganz einfach selbst in Betrieb nehmen, wie zum Beispiel im Blocklager. Mein Name ist Joachim Pistel. Ich arbeite hier in Bühl in der Logistik und bin für den technischen Part der AGV-Einführung zuständig. Eine große Herausforderung bei uns war, die bestehende Fördertechnik auf das neue System zu implementieren. Das heißt, der Agilox musste an eine bestehende Fördertechnik anbinden. Somit haben wir es geschafft, einen Materialfluss zu schaffen, vollkommen automatisiert von der Linie bis in unser Hochregallager eine Automatisierungsstrecke durchzubringen. In Bühl sind wir das Kompetenzzentrum für Agilox und dieses Agilox-Projekt haben wir mittlerweile auf die Standorte Karlsruhe und Wernau ausgerollt. Nach den guten Erfahrungen in Bühl wurde Agilox zur präferierten Lösung für diesen Anwendungsfall gewählt. Für uns ist der Vorteil, wenn wir die Fahrzeuge nutzen, egal ob wir ein Fahrzeug da haben oder drei oder fünf, für uns ist es als Kunde relativ unkompliziert. Das heißt, die Fahrzeuge verteilen sich die Aufgaben selbst und ich kann neue Fahrzeuge relativ schnell neu implementieren und aufsetzen. Das heißt, ich kann meine Use Cases einfach erweitern an einem Standort und das macht das Ganze für den Key-User sehr einfach. Mein Name ist Andreas Ratte, Projektleiter bei der Bosch Thermotechnik GmbH. Und zuständig für die Zukunftsausrichtung des Werks. Der Grund, warum wir automatisieren wollen, ist, dass wir die Intralogistik sicherer gestalten möchten. An unserem Standort ist der Verkehr sehr gemischt. Das heißt, sämtliche Fahrzeuge können sich auf allen Wegen bewegen. Und dabei helfen uns automatisierte Lösungen, die verhindern, dass sehr viele unterschiedliche Transportfahrzeuge bei uns im Werk unterwegs sind. Das Zusammenspiel mit den insgesamt 5 Fahrzeugen, die wir besitzen, funktioniert sehr gut. Als Beispiel soll angeführt sein der Austausch von Fertigungsaufträgen, intelligent zwischen den unterschiedlichen Fahrzeugen oder auch bei Stör- oder Engstellen, dass sie selbstständig neue Wege suchen. Der Agilox wird eingesetzt, um das Ende unserer Montagelinie mit dem Verpack- und Versandbereich zu verbinden. Hierbei ist uns besonders wichtig, dass wir Leerfahrten vermeiden und eine hohe Auslastung sicherstellen können. Ein großer Vorteil des Agilox ist das Batteriemanagementsystem. Wir merken gar nicht, dass es Unterbrechungen gibt im Produktionsfluss oder auch in der Intralogistik, da der Agilox kontinuierlich lädt und so auch kontinuierlich die Produktion mit Ware versorgen oder entsorgen kann.
Was ich spannend finde, ist, dass auf jedem Fahrzeug ein Rechner drauf ist. Das heißt, ich muss mich nicht darum kümmern, dass ich einen virtuellen Server aufsetze und dass ich ein zentrales Flottenmanagement irgendwo habe, sondern das Fahrzeug kann relativ schnell implementiert werden und funktioniert von Anfang an super sicher. Also in Bernau hatten wir nach ein paar Stunden das Fahrzeug live. Und wenn ich dann andere Fahrzeuge dazu nehme, dann kann ich das auch relativ einfach steuern. Ja? Dann habe ich dann mehrere Fahrzeuge in einem System und die kommunizieren alle miteinander. Das macht den Prozess einfach. Wir hatten mit Bühl, mit dem Proof of Concept in Bühl gestartet, mit einem Fahrzeug, haben die Flotte mittlerweile auf 7 Fahrzeuge hochgezogen. Es kamen weitere Standorte wie Bernau hinzu. Und aktuell an allen Standorten zusammen wollen wir dieses Jahr auf 50 Fahrzeuge hochgehen von Agilox.